Spiel Nummer 2 für Roland Vrabec beim Greifswalder FC. Heute sollen die ersten Punkte her gegen Markus Zische und den SV Babelsberg 03. Das Kali gut besucht, über 2000 Zuschauer bei frühlingshaften 19 Grad. Die Anfangsphase gehört den Filmstädtern. Seit November nur 5 Siege, nur ein Tor aus den letzten 3 Spielen. Das ist Endualu und in der Mitte steht Daniel Frahn. Bester Torschütze, 6 Tore gelangen ihm schon in dieser Saison. Der Kopfball schwer zu drücken, leicht übers Tor in Minute 2. Greifswald mit langer Ausfallliste. Neben Bandowski, Kargbo und Schwedemann, Benjamina heute mit einer Innenbandverletzung nicht mit dabei. Und dann dieser Abschlag von Brendig in die Füße von Endualu. Die 03er machen Druck gleich zu Beginn. 3 Punkte vor dem GFC ist man. 4 Spiele ohne Sieg. Trotz des 0:0 gegen TB tauscht Zische nur Çakmak gegen Genschel. Noch nicht mal 10 Minuten gespielt. Babelsberg stört früh. Greifswald noch nicht wach. Gladro behauptet sich hier. Und schickt Steinborn. Rü hebt das Abseits auf. Steinborn und in der Mitte Endualu. 1:0 Babelsberg. Er bedankt sich beim Vorlagengeber. Starke Aktion von Steinborn. Wie im Hinspiel trifft Endualu in der Anfangsviertelstunde gegen den Greifswalder FC. ...03 dominant von Greifswald nicht zu sehen. Die 37. Minute. Babelsberg stört früh. Greifswald ohne guten Spielfluss. Und wieder Brendig mit Problemen beim Abschlag. Gladro. Endualu und da ist Steinborn. Kategorie Fehlschuss des Tages. Den kann er machen, den muss er machen. Steini lässt das 2:0 liegen. Völlig frei aus 5 Metern. Die Aktion von Steinborn, der Wachmacher für die Gäste. Ein Torschuss nur bis in die 42. Minute. Süre über den rechten Flügel. Weiland schickt Fahr. Martins noch dran. Und am zweiten Pfosten steht Schneider. 1:1 Greifswald. Der Ausgleich aus dem Nichts. Jubel bei den mitgereisten GFC-Fans. Fehlerkette bei den Gästen. Kein Druck auf Fahr. Martins noch dran. Und dann steht keiner bei Schneider. Klatte, chancenlos. Trotz Endualus Treffer und der drückenden Überlegenheit in Halbzeit 1 geht es mit 1:1 in die Pause. Weniger Torraumszenen in der zweiten Halbzeit. Babelsberg aktiver. Erst 3 Heimsiege holte man in der Saison. Daoud mittlerweile im Spiel mit Raumgewinn auf Endualu. Und in der Mitte geht Daniel Frahn zu Boden. Bilbia klammert leicht Trikotzupfer, Frahn aber schon im Fallen. Zu wenig aus meiner Sicht. Glück für die Greifswalder. Weiter nur in eine Richtung. 14 Tage Vorbereitung auf dieses Spiel. Aber Greifswald tut sich schwer. Tashin Çakmak traf beim letzten Sieg der 03er gegen Hertha. Und wer die Tore vorne nicht macht, der bekommt hinten oft Probleme. Greifswald mit 2 Torschüssen. Es steht 1:1. Flipper im Strafraum. Szene geht weiter. Fahr vor Gladro. Rü lässt klatschen. Süre. Im Doppelpass, Anthony Süre. 2:1 für Greifswald. Ein Riesentalent aus der Hertha-Jugend wurde einst U19-Europameister mit dem DFB. 129 Einsätze in der dritten Liga. Hier erzielt er sein erstes Tor für Greifswald. Die Babelsberger fassungslos, 3 Torschüsse und 2 Gegentore kassiert. Es droht die 5. Heimniederlage.
Tief in der Nachspielzeit wird's nochmal hitzig. Kein Foul an Wilton. Die Gäste können sich nicht befreien. Gentschel. Und dann steht vor dem Tor Tom Natterman. Heiße Schlussphase, Rudelbildung um Natterman und Bilbia. Gentschel schießt Rü an. Arm angelegt. Und dann kein Foul von Rü an Natterman. Alles richtig gesehen von Schiedsrichter Christoph Beblik. Und so gewinnt Roland Vrabec erstmals mit dem Greifswalder FC. Und Babelsberg weiß nicht mal, wie man dieses Spiel verlieren konnte. Die Gäste gnadenlos effektiv. Ja, natürlich sind wir sehr froh, dass wir 3 Punkte gemacht haben, weil wir haben auswärts jetzt noch nicht so viele Punkte gemacht. Wir hatten mehr oder weniger das allerletzte Aufgebot dabei heute und die Jungs haben wirklich füreinander gearbeitet, gekämpft, nach dem Rückstand auch sich reingearbeitet und haben das Spiel gedreht und das war wirklich eine sehr gute Mentalität und diese 3 Punkte sind für uns enorm wichtig, um den Ziel Klassenerhalt näher zu rücken. Ich denke, alle, die heute im Stadion waren, haben gesehen, dass wir eigentlich das Spiel hätten gewinnen müssen. Ich glaube, Greifswald hat in den ganzen 90 Minuten 1,5 Chancen. Die machen sie dann halt. Und wir müssen, glaube ich, in der ersten Halbzeit schon 3-0 führen. Aber es ist momentan diese Situation, wo du Scheiß am Schuh hast. Greifswald punktgleich mit den 0-3er. Erst der 3. Auswärtssieg für die Norddeutschen in dieser Saison. Am Dienstag findet das Nachholspiel zu Hause gegen Tennis Borussia Berlin statt.